Credentials in vielfältigen Projekten, viele davon durch die EU Erasmus Plus gefördert, auch BMBF gefördert und auch ein Projekt von der STIL gefördert. Und möchte am Anfang zum Einstieg erstmal erzählen, was wir an der DHBW, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, mit Micro-Credentials machen und vorhaben. Also, Micro-Credentials sind für uns wichtige Komponenten in der Europäischen Hochschulallianz EU for Dual. Wir wollen damit die Studierendenmobilität fördern und eine individuelle Profilbildung im Studium ermöglichen. Wir wollen eigene Online- und Blended-Kursangebote innerhalb der Hochschule studiengangs- und standortübergreifend nutzbar machen. Dazu muss man wissen, dass wir quasi als State University in Baden-Württemberg viele verschiedene Campusse haben. Und das wäre super, wenn die noch enger zusammenarbeiten. Wir wollen die Digitalisierung stärken. Wir wollen auch im Studium eine zeitliche und räumliche Flexibilität ermöglichen, weil wir bisher eine starke Präsenztradition haben. Und wir wollen durch zeitgemäße Lernangebote die Wettbewerbsfähigkeit steigern und unsere Studierendenzahlen halten oder steigern. Welche Maßnahmen setzen wir dabei konkret um? Wir führen digitale Zeugnisse ein, dazu später mehr. Wir, um die Zeugnisse aussagekräftig zu machen, müssen sie ja auch Lernergebnisse enthalten und die wollen wir mit ESCO-Kompetenzen standardisieren. Dazu müssen wir die Modulbeschreibung überarbeiten. Wir erarbeiten einen Micro-Credential-Pool mit internationalen Partnern. Wir schaffen Transparenz über die Anerkennungsmöglichkeiten und optimieren die Anerkennungs- und Anrechnungsprozesse. Wir nutzen OERs. Wir machen uns Gedanken über Prüfungsszenarien und unterstützen das Ganze durch Hochschuldidaktik und Coaching-Angebote für Lernende, entwickeln eigene Micro-Credential-Lernangebote und modularisieren die Weiterbildungsangebote. Nicht nur wir haben das Potenzial von Micro-Credentials erkannt, sondern viele andere auch. Die Europäische Kommission und auch die HLK im Projekt Modus hat die folgenden Punkte als Vorteile, Potenziale von Micro-Credentials genannt. Studienzentrierte Angebote, Profilbildung der Hochschule, Internationalisierung und als ein Punkt, der jetzt noch nicht angesprochen war, die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse und relevante Forschung schnell in die Anwendung zu bringen und zu vermitteln. Jetzt zum eigentlichen Thema des Inputs. 5 Fragen mit Antworten und danach kommen 5 Fragen ohne Antworten. Was sind Micro-Credentials? Ich muss dazu sagen, meine Folien enthalten immer sehr, sehr, sehr viel Text, den ich aber nicht an vorlesen und darauf eingehen werde, sondern nur auf die Zusammenfassung. Also Micro-Credentials sind klein, zwischen 1 und 10 ECTS. Wichtig ist, sie schließen mit einer Prüfung ab, sie haben ECTS und es gibt ein Zeugnis dafür. Nächster Stichpunkt, Micro-Credentials sind Zeugnisse. Man kann mit dem Begriff Micro-Credentials auch den Kurs, die Lernerfahrung bezeichnen, aber im engeren Sinne sind Micro-Credentials Zeugnisse. Und ein Zeugnis ist Eigentum dessen, der es erworben hat, des Lerners. Micro-Credentials bescheinigen erworbene Kompetenzen und Micro-Credentials sind nichts grundsätzlich Neues, sondern nur eine Strukturierung von bereits bestehenden Ansätzen, was neue Möglichkeiten schafft. Was sind Micro-Credentials? Hier mal auf Englisch, ich gehe mal zum Deutschen. Micro-Credentials sind Nachweise über die Lernergebnisse, die eine Lernende bzw. ein Lernender im Rahmen einer weniger umfangreichen Lerneinheit erzielt hat. Diese Lernergebnisse werden anhand transparenter und eindeutig definierter Kriterien beurteilt. Lernerfahrungen, die zum Erhalt von Micro-Credentials führen, sind so konzipiert, dass sie den Lernenden spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, die dem gesellschaftlichen, persönlichen, kulturellen oder arbeitsmarktbezogenen Bedarf entsprechen. Micro-Credentials sind Eigentum der Lernenden, können geteilt werden, sind übertragbar. Sie können eigenständig sein oder kombiniert werden, sodass sich daraus umfangreichere Qualifikationen ergeben. Sie werden durch eine Qualitätssicherung gestützt, die sich
an den im jeweiligen Sektor oder Tätigkeitsbereich vereinbarten Standards orientiert. Das ist die Definition der Europäischen Kommission. Wir sehen hier, es sind Zeugnisse, es wird auf den Kurs eingegangen und es gibt eine Prüfung. Und sie sind übertragbar mit der Definition der Europäischen Kommission und kumulierbar. Das heißt, im Idealfall kann ich einen berufsqualifizierenden oder im Beruf nützlichen größeren Abschluss erwerben, indem ich verschiedene Zeugnisse zusammenführe und diese auch von unterschiedlichen Anbietern sein können. Und über die Zusammenführung und ob das dann ausreicht, entscheidet die aufnehmende Organisation, die dann dieses größere Zeugnis ausstellt. Auch hier die Europäische Kommission hat nochmal erläutert, warum sie Micro-Credentials für wichtig hält. Wichtiges Stichwort hier ist auch Upskilling und Reskilling, Anpassungsprozesse im beruflichen Qualifikationsprozess. Es gab ein Projekt, das mal versucht hat, Micro-Credentials ein bisschen näher zu definieren, weil der Begriff an sich ja sehr, sehr offen und weit ist. Da waren vor allem die Fernuniversitäten in Europa beteiligt. Und die haben gesagt, 100 bis 150 Stunden Workload, es müssen Lernergebnisse beschrieben werden, es muss eine Identifikationsverifikation stattgefunden haben und im europäischen Qualifikationsrahmen Level 5 bis 8. Gibt es soweit Fragen und Rückmeldungen? Also die Folien werden im Anschluss zur Verfügung gestellt, ja. Dann mache ich mal weiter. Wie werden Micro-Credentials zertifiziert oder akkreditiert? Grundsätzlich gelten für Micro-Credentials dieselben Bedingungen zur Qualitätssicherung und Akkreditierung wie für andere Bildungsangebote, das heißt immer sektorspezifisch. Für die Hochschule die normalen Akkreditierungsprozesse. Am einfachsten, wenn ein Micro-Credential ein Modul ist aus einem Studiengang, dann ist es über die Studiengangsakkreditierung akkreditiert oder systemakkreditierte Hochschulen haben die Möglichkeit, recht flexibel mit ihren eigenen Qualitätssicherungsinstrumenten darauf zu reagieren. Aber auch die Akkreditierungsagenturen haben eigene Standards und Prüfraster für die Zertifizierung von Weiterbildungsangeboten entwickelt. Vielleicht muss man noch mal darauf eingehen, was ist ein Micro-Credential? Normalerweise oder meistens reden wir davon, dass es ein Online-Kurs ist, der mit irgendeiner Prüfung abschließt, aber es kann auch ein Blended Learning Format sein oder auch ein Präsenzformat. Der Begriff Micro-Credential ist sehr allumfassend und muss vom jeweiligen Bildungsanbieter erst für sich mit Leben gefüllt werden. In der beruflichen Bildung, in der Weiterbildung gibt es entsprechende Standards. Hier mal ein paar der relevanten Regelwerke im Hochschulbereich und hier die, die speziell auf Micro-Credentials eingehen. Auch im Weiterbildungsbereich gibt es entsprechende Zertifizierungsrichtlinien. Interessant ist, dass die sich im Prinzip an den Akkreditierungsrichtlinien für Studiengänge orientieren. Von Herrn Wilkesmann die Frage, sind die Micro-Credentials an der DHBW standardisiert? Ist damit eine feste Anzahl von ECTS bei der DHBW verbunden? Gute Frage. Wir sind noch dabei, das für uns zu definieren und eben die Abstimmungsprozesse sind, die Gremien müssen eingebunden werden. Es ist auch gut, dass sie eingebunden werden, aber deswegen sind die Abstimmungsprozesse recht langwierig. Und dann müssen wir es noch international mit unserer Hochschulallianz abstimmen. Wir haben
so ein bisschen, also für unsere internen Akkreditierungen gilt eigentlich eine Mindestgröße von Modulen von 5 ECTS und das ist für Micro-Credentials in der Regel zu groß. Wir denken eher an 1 bis 3 ECTS und da sind wir noch am Aushandeln und Erfahrungen sammeln. Ich mache mal weiter mit dem Input und gehe dann nachher auf die Fragen weiter ein. Zu den didaktischen Konzepten. Da muss man sich halt jeweils im Anwendungsfall Gedanken machen, was macht Sinn. Online-Präsenz blendet viele Selbstlerninhalte oder gemeinsam lernen, synchron, asynchron. Welche Sprache, wenn man es auch im internationalen Kontext macht, gibt es eine Interaktion der Lernenden, gibt es, was ich besonders charmant finde, eine internationale Online-Zusammenarbeit im Team. Und wie organisiert man das sinnvoll? Also gibt es einen Startpunkt und einen Endpunkt? Wie hängen Micro-Credentials mit Future Skills zusammen? Also viel, was man in Micro-Credentials machen kann, schult dann auch die Future Skills implizit durchs einfach tun oder explizit, indem man im Lehrinhalt darauf eingeht. Wie nutzen wir OERs? Natürlich, da wir Projektpartner im KI-Campus sind, ist für uns vor allem der KI-Campus auch interessant. Das sind alles noch Dinge, die wir jeweils im einzelnen Anwendungsfall festlegen müssen. Auch bei den Prüfungsszenarien im Hochschulkontext macht es eigentlich oft Sinn, Online-Blended Lernangebote zu machen, aber die Prüfung in Präsenz zu machen oder an der Hochschule in Verantwortung der Hochschule. Es gibt aber natürlich auch Szenarien, vor allem in der Weiterbildung, wo man eine Online-Prüfung macht. Am KI-Campus gibt es zum Beispiel die Weiterbildungsreihe Dr. Med. KI und da gibt es die Möglichkeit über die Landesärztekammer Baden-Württemberg für Ärzte, dass sie da Weiterbildungspunkte sammeln, indem sie dann auf dem Portal der Landesärztekammer eine Online-Prüfung absolvieren. Und so gibt es einfach immer wieder je nach Anwendungsfeld und strategischer Zielrichtung unterschiedliche Ansätze. Insgesamt ist ja die Idee von Micro-Credentials, dass Zeugnisse aus unterschiedlichen Sphären zu etwas größerem Ganzen kombiniert werden. Hier jetzt als Beispiel zu einem Hochschulabschluss. Hier mit den lila Pfeilen erstmal noch. Stackability ist eben das Aufeinanderaufbauen von Kursen die zu einem größeren Ganzen und dann die Anerkennung, Anrechnung, dass ich aus verschiedenen Kontexten mehr Kompetenzen anerkennen oder anrechnen lassen kann. In diesem Kreis muss ich wahrscheinlich auf die Anerkennung, unterschiedliche Anerkennung hochschulisch erworbener Kompetenzen, Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen nicht genau eingehen, sondern kann das als bekannt voraussetzen. Interessant ist es aber bei MOOCs oder anderen Lernerfahrungen und Zeugnissen, die man heutzutage als Micro-Credentials bezeichnet, da nicht so ganz klar ist, fällt es jetzt im Bereich der Anrechnung oder fällt es im Bereich der Anerkennung? Wie ist es mit einem Kurs auf edX von der RWTH Aachen, wo ich online eine Prüfung gemacht habe und ein Online-Zertifikat habe? Ist das jetzt eine hochschulisch erworbene Kompetenz, weil es von der RWTH Aachen ist, oder ist es eine außerhochschulisch erworbene Kompetenz, weil es auf edX stattgefunden hat? Hier beispielhaft die Gremien, die bei uns zuständig sind und ein paar der Formulare. Fünfte Frage: Wie werden Digitalzeugnisse ausgestellt? Mit welchen Informationen? Leitend sollte sein, das Zeugnis soll für Lernende wertvoll sein, es soll Kompetenzen bescheinigen, soll ein Signal an Arbeitgeber oder eben an Bildungsinstitutionen sein und soll Kombinierbarkeit ermöglichen. Um das zu erreichen, müssen aussagekräftige Informationen im Zeugnis sein.
Und das geht weit über das hinaus, was wir bisher haben. Und die Echtheit und Gültigkeit soll ohne großen Aufwand überprüfbar sein. Die Europäische Kommission hat auch hier quasi Minimalanforderungen gestellt, was ein Zeugnis enthalten muss für Microcredentials und sich gleichzeitig committed, auf der Europass-Plattform die digitalen Zeugnisse weiterzuentwickeln. Ja, da kommen wir gleich dazu. Drei Standards möchte ich vorstellen. Mozilla Open Badges, die machen Sinn für, das ist sehr niederschwellig, das macht Sinn, um einfach einfache Kompetenzen zu bescheinigen und dass man die schon zum Beispiel im Studium sichtbar machen kann. Die nationale Bildungsplattform unter dem Stichwort Mein Bildungsraum erarbeitet auch eine Infrastruktur für digitale Zeugnisse. Da ist der Status im Moment noch in der Erprobung. Können wir mal gespannt sein, was da noch alles kommt. Und dann noch die European Digital Credentials for Learning. Die sind im Produktiveinsatz, werden auch noch laufend weiterentwickelt. Und die möchte ich kurz an einem Beispiel vorstellen. Also ich habe hier ein digitales Zeugnis. Ein Beispielzeugnis auf der Plattform für die European Digital Credentials for Learning. Hier sind erstmal die Authentifizierungsschritte. Das Format ist gültig. Das digitale Siegel ist, also es ist mit einem digitalen Siegel gesiegelt. Es ist nicht zurückgezogen worden. Es ist nicht akkreditiert worden. Es ist gültig, das Zeugnis. Es ist verifiziert. Und dann kann ich hier weitere Informationen sehen. Also oben habe ich auch, ich kann auch Informationen über die Person, der das Zeugnis gehört, sehen und wer es ausgestellt hat. Aber ich sehe hier, was für eine Lernerfahrung damit bescheinigt wird, der Online Credential Builder. Und ich sehe, Digital Micro Credential Creation, ich sehe hier den Lernumfang, EQR-Niveau, wie viel ECTS und die Themengebiete. Ich sehe einen Link auf den Kurs selber und ich sehe hier Kompetenzen. Und wenn ich jetzt hier auf diese ESCO-Kompetenz komme, Develop Digital Content, dann sehe ich, dass ich hier eine ausführlichere Beschreibung sehe, was das für eine Kompetenz ist. Und wenn ich hier auf die Sprache gehe, kann ich mir das Ganze auch auf Deutsch anschauen. Kleiner Hinweis, noch 11 ja. Minuten. Ja, danke. Hier habe ich es jetzt auf Deutsch. So, das als kleiner Exkurs. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja. Jetzt kommen wir zu den Fragen ohne Antworten, was jeder für sich individuell beantworten muss. Welche Ziele möchte die Hochschule mit der Einführung von Microcredentials erreichen? Ich habe hier ganz viel aufgelistet. Teilnahmezahlen erhöhen, Weiterbildungsangebote profilieren, Attraktivität des Studienangebots erhöhen, neue Zielgruppen erschließen, Unterstützung für Lehrbeauftragte verbessern, Kapazitätsauslastung, wichtig auch Third Mission, die Hochschule mit ihren Angeboten in der Gesellschaft sichtbar machen, Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Up- und Reskilling in der Region unterstützen. Das ist ganz individuell von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Eine große Bedeutung haben die Microcredentials bei den europäischen Hochschulallianzen. Beispiele, also Vorreiter ist sicher ECIU University und wir in EU for Dual wollen auch da Microcredentials nutzen und haben da verschiedene Aktivitäten und Projekte, um das dann auch für die Studierenden nutzbar zu machen. Da braucht man einen Modulkatalog, man braucht
Informationen über die Anrechenbarkeit auf den eigenen Studiengang. Man muss das Curriculum auch so öffnen, dass man genug Mobilitätsfenster oder Anerkennungsmöglichkeiten hat über Wahlpflichtmodule. Und man braucht effiziente Anerkennungs- und Anrechnungsprozesse, wenn wir die entsprechende Zahl von Anfragen erwarten. Siebte Frage, welche Micro-Credential-Elemente sollen als erstes umgesetzt werden? Hier sind mal vier Themen, die wir in einem Workshop mit der Hochschule definiert hatten und bearbeitet hatten. Die wollten vor allem Kompetenzen, die Studierende während dem Studium erwerben, schon während dem Studium sichtbar machen und nicht erst mit dem Abschlusszeugnis. Und da ist dann, hat sich herauskristallisiert als Lösung, dass man diese Kompetenzen über Open Badges sichtbar macht, was auch ein Micro-Credential-Element ist. Sie wollten flexible Lernpfade ermöglichen, Micro-Credentials in der Weiterbildung nutzen, da hat man gesehen, sie haben im Prinzip schon ganz viele Elemente von Micro-Credentials in der Weiterbildung, haben Stackability, haben flexible Lernpfade und müssen das halt dann nur noch entsprechend auch positionieren. Und sie wollten digitale Bildungsnachweise umsetzen. Achter Punkt, welche Module sollen als Micro-Credentials angeboten werden? Entweder man entwickelt eigene Micro-Credentials, weil es ein eigenes Lernformat ist, oder man nimmt Module aus bestehenden Weiterbildungsangeboten oder Bildungsangeboten und gestaltet die entsprechend um. Welchen Status und welche Rechte haben Lernende in Micro-Credential-Angeboten? Der Status ist tatsächlich eine knifflige Frage, ist abhängig vom Kontext und der rechtlichen Situation im jeweiligen Bundesland. Daran hängen dann auch die Rechte, haben die Studierende oder Lernende in Micro-Credential-Angeboten Zugang zur Bibliothek, was eventuell relevant ist. Und die letzte Frage, wie sieht das Geschäftsmodell aus und was sagt das Kapazitätsrecht? Zum Geschäftsmodell, man kann so eine Kursentwicklung über Projektfinanzierung entwickeln, man kann es aus dem Studiengang heraus entwickeln, über Weiterbildung mit entsprechenden Entgelten, über die Third Mission. Und die Frage der strategischen Kooperation stellt sich dann. Beim Kapazitätsrecht bin ich zwiegespalten. Ich glaube, wir sollten uns Gedanken über die Scalability erst dann machen, wenn sich die Fragen auch stellen. Aktuell sind die Micro-Credential-Angebote von der Zahl her der Lernenden eher kleinere Elemente, die noch keine große Auswirkung auf die Kapazität an sich haben.